gehört eigentlich in ein Exposé? Wenn Sie bei mir oder bei meinen KollegInnen eine Arbeit schreiben, eine wissenschaftliche Arbeit, eine Bachelorarbeit, Masterarbeit oder auch eine Dissertation, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass ich Sie nach einem Exposé fragen werde. Und ein Exposé ist ein roter Faden für eine Forschungsarbeit. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Üblicherweise gehört in ein Exposé dann entsprechend Ihre Forschungsfrage, Ihr Erkenntnisinteresse, der Stand der Forschung, zumindest mal so kurz umrissen, so wie Sie ihn bisher wahrgenommen haben, und daraus ableitend idealerweise auch das Erkenntnisinteresse. Also was wollen Sie, warum herausfinden? Idealerweise vielleicht schon, wenn Sie da eine Vorstellung haben, eine Idee haben, wie Sie forschen wollen, also Erhebungsmethoden und eine Auswertungsmethode und schon die Literatur, die Sie zum Thema gelesen haben und oder Literatur, die Sie für das Thema für relevant finden. Warum macht man ein solches Exposé? Warum verlangen wir Lehrende ein solches Exposé? Ein Exposé ist im Wesentlichen für Sie, ist im Wesentlichen etwas, womit Sie Orientierung behalten über Ihr Thema hinweg. Es ist aber auch hilfreich für uns bzw. für unsere Beratungsgespräche, weil ein Exposé sicherstellt, dass wir keinen wichtigen Aspekt gemeinsam nicht besprechen. Das heißt also, aus den Augen verlieren. Das heißt, dass wir in dem Moment auch sehen, wenn beispielsweise in Ihrem Erkenntnisinteresse und Ihrer Forschungsfrage etwas vielleicht problematisch sein könnte, etwas berücksichtigt werden müsste, dann könnten wir Sie entsprechend darauf hinweisen. Währenddessen, wenn man einfach nur, zum Beispiel jetzt in der Sprechstunde, sich über ein bestimmtes Thema unterhält, dann und eben nicht in diese Detailfragen geht, also Forschungsfrage, Erkenntnisinteresse, sich die Literatur anschaut, die Sie dazu gelesen haben, dann erkennen wir Lehrenden vielleicht unter Umständen nicht, was sie nicht wissen und was sie vielleicht noch sich anschauen sollten. Und das ist ein wesentlicher Aspekt des Exposés, dass nämlich diese wesentlichen Fragestellungen in der Sprechstunde, in der es ja immer auch da wartet dann vielleicht schon auch die Nächste oder der Nächste dann vor der Tür, dann hat man entsprechend Eile. Und das ist dann ein bisschen, dass eben nichts vergessen geht im Rahmen der Sprechstunde. Und wenn so ein Exposé kann dann entsprechend sich auch weiterentwickeln, also das heißt, das erste Exposé ist dann vielleicht noch nicht so ein elaborierter Forschungsstand und Sie haben vielleicht auch sich noch kaum Gedanken gemacht über die Erhebungsmethoden, über die Auswertungsmethoden und im Rahmen der Sprechstunden, im Rahmen unserer Gespräche entwickelt sich dieses Exposé dann auch weiter und früher oder später, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen und wie weit Sie entsprechend mit Ihren Gedanken schon zu dem jeweiligen Thema sind, ist dieses Exposé dann ein roter Faden, ein Wegweiser für Ihre weitere Arbeit. Und das ist ein ganz großer Vorteil, wenn nämlich dann die Uhr zu ticken beginnt. In vielen Studiengängen ist es ja so, dass Sie begrenzte Zeit für die Bachelor- oder Masterarbeit oder auch für die Dissertation, das ist entsprechend auch bei der Dissertation, ist irgendwann natürlich auch eine Grenze gesetzt. Und das gibt Ihnen dann in dem Moment auch Sicherheit, dass Sie innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit dieses Programm auch abarbeiten können. Das heißt also, es ist wie ein, man kann sich so vorstellen, wie ein Polarstern am Himmel, der Ihnen die Richtung vorgibt. Das kann dann ein Exposé sein und gleichzeitig ist es etwas, was mit Ihrer Betreuerin, Ihrem Betreuer auch abgestimmt ist. Das heißt, man hat sich dann entsprechend darauf geeinigt, eben nicht nur auf einen Titel, da kann man ja Titel, kann man entsprechend so und so weiterentwickeln. Selbst eine Fragestellung kann man so und so beantworten und bearbeiten vor allem. Im Exposé, eben in dem Moment, in dem wir uns eine Fragestellung geeinigt haben, uns auf ein Erkenntnisinteresse geeinigt haben, uns über
gegebenenfalls auch einen Weg, wenn Sie zum Beispiel eine empirische Arbeit ist, geeinigt haben, welche Erhebungsmethode Sie nutzen, welche Auswertungsmethode Sie nutzen, welche Literatur Sie erstmal hinzufügen. Klammer auf, natürlich kommt dann im Laufe des Arbeitens kommt dann natürlich noch viel mehr Literatur dazu, die Sie entsprechend brauchen, Methodenliteratur, auch inhaltliche, die den Forschungsstand nochmal weiter, Klammer zu. Aber man hat sich erstmal so auf eine Basis geeinigt, mit der Sie dann in die Arbeit starten können. Das ist ein weiterer, also damit der dritte Vorteil eines Exposés. Also zusammengefasst, Exposé ist eine sinnvolle Sache, die Ihnen Orientierung geben soll für Ihre Bachelor-, Masterarbeit, Dissertation, die zur Abstimmung mit Ihrer Betreuerin und Ihrem Betreuer dienen kann und die Ihnen ähnlich wie ein Polarstern entsprechend dann im Laufe der Arbeit, wenn man vielleicht selbst nicht mehr ganz genau weiß, wo bin ich überhaupt gerade hier mit der Arbeit und vielleicht auch etwas überfordert ist, dann nochmal ins Exposé schauen kann und sagen kann, hey, genau, das war mein Erkenntnisinteresse, das war meine Forschungsfrage und so komme ich entsprechend weiter. Also eine wunderbare Unterstützung für Ihre wissenschaftliche Qualifikationsarbeit. Das ist ein Exposé.